Bei der Firma Hangler werden seit 1703 Kerzen gezogen. Also wir herstellen Stabkerzen, herstellen, Altarkerzen herstellen und auch grosse Osterkerzen. Der Unterschied zwischen Stabkerze und Osterkerze ist der, die Osterkerzen haben immer 55% Bienenwachs drin. Die Stabkerzen sind ausschließlich aus Paraffin mit ein bisschen Stearin beigemischt. Stabkerzen werden auf unserer Zugmaschine hergestellt. Da haben wir am Anfang den leeren Docht auf der Maschine. Der wird dann durch ein Wachsbad gezogen und durch ein Kaliber. Und jedes Mal, wenn der Docht durch das Wachsbad läuft, wird er ein bisschen grösser. Und das Kaliber, das dahinter hängt, definiert den Kerzendurchmesser definieren und am Schluss die Kerze schön rund auspolieren. Wir haben dann zwar einen langen Strang, der dann auf der Kerzenfräse noch wieder abeinandergeschnitten werden muss und gleichzeitig auch den Kopf gefräst und das Loch gebohrt wird. Die Produktionsdauer ist abhängig vom Durchmesser der Kerze. Je dicker eine Kerze ist, umso länger müssen wir sie auf der Zugmaschine laufen lassen. Es gibt also die Regel, dass wir etwa 10 mm in einer Stunde ziehen können. Ist auch abhängig von der Lufttemperatur. Also je kälter es draußen ist, umso schneller können wir ziehen. Je wärmer es ist, umso langsamer geht es. Wenn man von einer Kerzentusche redet, ist ein Teil bei unserem Kerzenkarussell, wo wir vor allem die Osterkerzen aufgüssen. Und die Kerzentusche hat die Aufgabe, das flüssige Wachs an bestehende Kerzen anzugüssen, dass die auch im Durchmesser grösser wird. Wenn wir zum Beispiel eine 8 cm dicke Kerze machen, geht das in unserem Kerzenkarussell in etwa einen Tag, bis wir die von 5 cm auf 8 cm aufgegossen haben.